Servus euch alle, ich bin's, MarsiXD, ganz genau und willkommen zu einem neuen Video, heute nach etwas längerer Pause. Okay, was heißt hier länger? Naja, es war nur eine ganze Woche. Ich denke mal, jeder kommt auch ohne Videos klar, zumindest für eine bestimmte Zeit. Wieso kam nichts? Naja, erstens, ich war ein bisschen verschnupft, vielleicht kann man noch ein paar Reste von der leichten Erkältung hören. Ansonsten war ich ein bisschen, ja, mies gelaunt. Woran liegt es? An der Weihnachtszeit? Nein, ganz im Gegenteil. An dieser Stelle natürlich einen wunderschönen ersten Advent an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, wie auch immer, ist ja eigentlich auch ganz egal. Es liegt daran, dass ich ein paar kleine technische Probleme habe. Zum Beispiel habe ich jetzt meinen neuen PC, der funktioniert wirklich einwandfrei. Doch jetzt ist schon die nächste Hürde gekommen, ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit live streamen. Und zwar geht meine HDPVR nicht auf meinem neuen PC und das heißt, dass ich mir wohl oder übel ein neues Aufnahmegerät kaufen muss. Darum bestelle ich mir demnächst die Elgato Game Capture HD und dann müsste das Ganze gehen. Vielleicht kriege ich sogar das Teil noch die Woche und kann dann wirklich die ersten Streams nach unendlicher Warterei aufnehmen oder euch zeigen und dazu seid ihr dann natürlich auch herzlich eingeladen. Wir haben auch schon so eine kleine lustige Livestream-Ankündigung zusammengebastelt, aber ja, mehr davon werdet ihr dann sehen, wenn die Zeit eben gekommen ist. Ansonsten darf ich euch heute zu einem neuen Black Ops 2 Gameplay begrüßen und zwar gibt es heute meiner Meinung nach zumindest was sehr Schönes. An dieser Stelle will ich mich ganz herzlich beim Boss Tesco bedanken für diese schöne Klasse, die er mir sozusagen empfohlen hat, also seine MP7-Klasse. Denn heute gibt es ein richtig cooles Gameplay, wie ich finde, und zwar ist es mein allererstes richtiges 100-Plus-Gameplay in Black Ops 2 mit der MP7. Die Abschussserien waren der Stealth Chopper, der wunderbare, starke, oh, ich liebe das Teil einfach, der Loudstar und dazwischen noch hier der Blackbird, der Orbital-Satellit, und das geht wirklich ab, diese Kombination. In der letzten Sekunde habe ich dann wirklich noch hier das 100 Plus gerissen mit ein bisschen mehr wie, ja, 100 Kills. Lasst euch einfach überraschen, obwohl das Gameplay am Anfang sogar total bescheuert abgelaufen ist. Am Anfang war es so, ich laufe nach vorne, ich sehe einen Sniper, ich will schnell in Deckung gehen. Was passiert? Naja, ein Teammate blockiert mich, ich sterbe natürlich. Im Laufe des Games sterbe ich auch öfter durch die ganzen Sniper-Schüsse. Also Sniper und blockierende Teamkameraden, das kann ich keinem empfehlen. Das regt einfach nur auf. Und vielleicht merkt ihr es auch schon, heute gibt es ein etwas, ja, Freestyler-mäßiges Commentary, also ein bisschen lockerer. Wir haben ein paar Themen. Und ich muss euch erstmal noch was kurz zu dem Gameplay sagen. Das Gameplay habe ich gestern erspielt, das war Sonntag, ja, der erste Advent. Und ich muss sagen, das war wirklich, ich sag's euch, die beste Zeit, die ich in Black Ops 2 hatte. Denn ich bin komischerweise in eine richtig schlechte Lobby gekommen, so kam es mir zumindest vor. Ich habe ja eine 2,7er KD und durch das KD Matchmaking kommt man ja automatisch in Lobbys, wo bessere Gegner sind, die halt eine ähnliche KD haben. Und diesmal war es eben ganz anders. Ich bin halt immer oft auf Lobby suchen gegangen und dann wieder Lobby verlassen und irgendwann mal war da so eine richtig komische Lobby. So gut wie niemand war Prestige. Dazu hatten die besten Spieler in meinem, sowohl als auch hier im gegnerischen Team, nur eine 0,9er KD. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ich habe auch nur die KDs von den ersten Spielern angeguckt, also nur von ein, zwei Stück. Und ich muss sagen, so toll waren die eigentlich gar nicht. Und ich bin wirklich so abgegangen. Ich war ungefähr 2 bis 3 Stunden in der gleichen Lobby drin. Normalerweise quitte ich nach jedem Spiel fast, weil ich ja wirklich, ja, schon ziemlich starke Ansätze von einem Hardcore-Rage-Quitter habe, aber hier war es wirklich perfekt phänomenal und ich habe auch wirklich sehr schöne Gameplays erspielt. Demnächst wird auch ein richtig bombastisches Kill Confirmed kommen. Das ist sogar, ja, ich würde mal meinen, mein bestes Gameplay, zumindest von der KD her aller Zeiten in Black Ops 2. Und ansonsten hier dieses 100 Plus. Ich habe auch noch ganz viele 90 Plus Gameplays oder wo ich kurz vor der 100 Plus gescheitert bin und anderes Zeug. Aber ich will euch natürlich nur wirklich das Exklusive liefern. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass dieses 100 Plus Gameplay perfekt ist. Es hat seine Macken, aber ich meine, es ist ganz in Ordnung. Es ist okay für einen Anfang und ich meine, dass ich auch in dieser Gameplay-Klasse sozusagen bleiben möchte. Sprich, ich will euch wirklich erstklassige Gameplays liefern, nicht irgendeine, ja, ich sag jetzt mal ausgequirlte Scheiße. Nein, schon was
erstklassiges, extravagantes, ja wirklich spannendes, wo man mitfiebert teilweise. Ansonsten muss ich sagen, wirklich cool, so macht Black Ops 2 Riesenspaß, wenn man wirklich abgeht. Macht das Spiel, ich würde schon meinen, mehr Fun als MW2, denn hier habe ich wenigstens das Gefühl, wenn ich die Gegner ordentlich zerstöre, dass sie eventuell keine Todesjäger dabei haben, denn in MW2 war es so, mit der ganzen Pille oder, oh, erinnert mich nicht in MW3, mit Hand des Toten, oh Mann, Leute, ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist wirklich, da könnte man sich selber einen Kopfschuss geben, so schlimm ist das, bevor man hier so einem Gegner begegnet, aber hier in Black Ops 2 ist alles perfekt, man läuft, man kann die Gegner killen, natürlich gibt es hier ein paar Situationen, beispielsweise ist es schon ganz blöd, wenn jetzt in einem Zweikampf der Gegner einfach so vor sich hin hier eine Bouncing Betty wirft und man stirbt, wenn man den Gegner gekillt hat, das ist wirklich total dumm. Und auch zum Thema Aufregen, ich habe ja im letzten Video gefragt, über was sich die Leute so hauptsächlich aufregen und ich bin echt erstaunt, wie viele Kommentare ich bekommen habe, ich glaube es sind über 1000 locker sogar und viele Meinungen sind wirklich identisch, es gibt aber auch ganz viele Unterschiede. Auf jeden Fall wurde ganz häufig genannt, dass sich die Spieler über bestimmte Waffen aufregen, dann über die Connection, über dieses, ja ich weiß nicht, ob es die Hitboxen sind, aber dass man halt hinter der Ecke noch sterben kann und dann auch ganz viele andere Sachen. Also ich kann euch mal empfehlen, wenn euch langweilig ist, schaut ein bisschen in den Kommentaren durch, blättert mal ein paar Seiten durch und da seht ihr die Meinung sozusagen von der Community oder halt von meinen Abonnenten, was so den ganzen Spielern aufregt. Aber ich muss wirklich sagen, in vieler Hinsicht stimme ich den ganzen überein. Ach ja, bevor ich es vergesse, kommt jetzt noch die eine Sache, wieso ich eigentlich in der letzten Zeit so ein bisschen angepisst war. Und zwar lag es an dem an dem Prestige-Token-Glitch. Und ich bin nicht angepisst, weil der jetzt schon längst gepatcht wurde und ich ihn unbedingt ausprobieren wollte, denn ich habe schon lange meine Lehre bekommen. Ich habe damals in MW3 den Prestige-Token-Glitch benutzt, also nicht den normalen Prestige-Glitch, sondern den Token-Glitch, wo man also diese Währung bekommt, wo man sich dann Double XP und das ganze Zeug holen kann. Und was ist passiert, nachdem ich diesen Glitch gemacht habe? Ein paar Tage später wurde ich erstmal für 3 Tage gebannt. Dann habe ich noch alles wirklich auf 0 bekommen. Ich wurde von Prestige 8 auf Prestige 0 Level 1 zurückgesetzt, hatte 0 Kills, 0 Siege und das Ganze. Doch die Leute von Infinity Ward waren ein bisschen sauer und haben mir natürlich noch 10.000 Tode und 1000 Niederlagen auf mein Konto schon so gezählt, ohne dass ich irgendwie eine Spielstunde hätte und das war schon ziemlich hart und ja, das war meine Lehre, darum werde ich das auch nie wieder mehr machen, weil sowas zu riskieren ist dann schon ein bisschen nervig, darum lasst solche Glitches lieber sein, hackt nicht. Moddet nicht, das ist einfach nur unnötig und man wird heutzutage eigentlich immer bestraft. Aber eine Sache regt trotzdem auf und dort werden halt die ganzen unschuldigen Spieler bestraft oder auch vor allem die Kommentatoren und zwar ging oder geht immer noch nicht das Kino. Also der Kinomodus ist sozusagen ausgefallen, man kann keine Videos abspielen, ich glaube man kann nicht mal mehr Sachen speichern und das regt einfach nur auf. Denn ich habe die meisten Gameplays wirklich in meinem Kino gespeichert und wenn ich sie halt brauche, filme ich es geschwind ab, aber das geht ja natürlich nicht. Darum hatte ich auch wirklich viel weniger Videomaterial, darum habe ich hier auch diese Gameplays eben auch wirklich live aufgenommen. Die sind wirklich brandaktuell und ich habe eigentlich noch vor ein paar Wochen noch bestimmt 1, 2, wenn nicht sogar 3 richtig coole Gameplays in meinem Kinospeicher drin, doch leider kann ich das Ganze nicht aufrufen. Ich bin mal gespannt, wann es wieder geht. Ich hoffe, das geht bald wieder, denn ich mag es auch nicht immer mit der HDPVR aufzunehmen. Vor allem dann auch auf dem Laptop, weil es ja wie gesagt nicht auf meinem neuen PC geht. Aber Leute, was kann man machen? Das ist mal wieder, ja, eigentlich die Schuld von den ganzen Hackern oder von den ganzen Moddern, die diesen Prestige-Glitch erstellt haben oder herausgefunden haben. Aber ja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Egal, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Vielleicht könnt ihr eine Bewertung dalassen für dieses, ja, schon ziemlich coole Gameplay. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Operation complete.
Hast du ja abgeschaut.